Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Nicht nur in der Türkei hat der Auftritt von Präsident Erdogan in Istanbul vor Hunderttausenden Menschen für Aufsehen gesorgt. Angesichts der jüngsten Spannungen wurde die Rede auch in der Europäischen Union aufmerksam verfolgt. Die Reaktionen sind eher verhalten bis kritisch. Eva Lodde in Berlin, guten Tag. Wie reagiert das politische Berlin heute auf Erdogans Äußerungen gestern zur Todesstrafe und zu Deutschland? Ja, die Reaktionen der Bundesregierung sind eben auch eher zurückhaltend. Man ist hier nicht besonders überrascht über das, was Erdogan gestern auf der Kundgebung gesagt hat und auch wie er es gesagt hat. Die Bundesregierung hat aber heute noch mal betont, dass sie, wenn die Türkei die Todesstrafe einführt, dann sei eine rote Linie überschritten. Dann wolle man die EU-Beitrittsverhandlungen auch abbrechen, aber eben auch erst dann. CSU und Linke zum Beispiel fordern ja, dass man die Beitrittsverhandlungen jetzt schon abbrechen müsse, weil Erdogan bereits mit seinen selbsternannten Säuberungen die rote Linie überschritten hätte. Die Bundesregierung bleibt aber zurückhaltend. Das hat auch Vizekanzler Gabriel gestern noch mal betont, weil man eben keinen weiteren Kanal mehr hätte, um mit der Türkei im Gespräch zu bleiben und mäßigend auf sie einzuwirken, wenn man die Verhandlungen abbrechen würde. Außenminister Steinmeier hat seinen Staatssekretär Markus Ederer in die Türkei geschickt. Was hat das zu bedeuten? Ja, diese Reise ist recht kurzfristig anberaumt worden, wie wir erfahren haben, und sie deutet vielleicht auf eine Art Sinneswandel hin. Man will der Türkei ein positives Signal senden. Der Staatssekretär hat heute zum Beispiel auch einen Mann besucht, der bei dem Putschversuch verwundet worden ist. Man kann sagen, dass gut 3 Wochen nach dem misslungenen Coup in der Türkei die Erkenntnis gereift hat, dass man in der Vergangenheit wohl zu wenig Solidarität mit der Türkei gezeigt hat, dass man die emotionale Lage unterschätzt hat. Und man will auch mit der Türkei im Gespräch bleiben, weil Präsident Erdogan morgen nach Russland fliegt, um Präsident Putin zu treffen. Und man ist hinter vorgehaltener Hand ein wenig besorgt darüber, dass diese beiden mächtigen Männer sich jetzt doch wieder annähern. Vielen Dank, Eva Lotte nach Berlin. Die gute Konjunktur und hohe Steuereinnahmen lassen immer wieder den Ruf nach Entlastungen für die Bürger laut werden. Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl hat jetzt die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union das Thema aufgegriffen. Sie dringt auf eine Reform, die die Steuerlast bis 2020 um mindestens 30 Milliarden Euro verringern soll. Profitieren sollen besonders Normalverdiener und Familien. Der Staat schwimmt im Geld, findet zumindest die wirtschaftsnahe Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU. Die Steuereinnahmen sprudeln wie nie zuvor. Deshalb wollen die Unionsmittelständler die Steuerzahler um 30 Milliarden Euro entlasten. Es macht sich mehr und mehr in Deutschland das Gefühl breit, dass diejenigen, die staatliche Leistungen bekommen, profitieren, dass es denen gut geht und denen ganz oben. Aber die Mitte der Gesellschaft hat das Gefühl, dass wir sie nicht mehr beachten. Und das wollen wir mit der Steuerreform tun. Die Mittelständler wollen das Steuersystem einfacher machen. Die Werbungskostenpauschale soll verdoppelt werden, damit weniger Steuerzahler komplizierte Formulare ausfüllen müssen. Dann soll das Steuersystem leistungsfreundlicher werden. Die Progression, der Anstieg des Steuersatzes soll später einsetzen. So will man Facharbeiter oder mittlere Angestellte entlasten. Schließlich soll das Steuersystem familienfreundlicher werden. Kinder sollen die gleichen Steuerfreibeträge erhalten wie Erwachsene. Dazu soll für Geringverdiener das Kindergeld erhöht werden. Klingt ja gut, heißt es bei den Grünen. Aber das ist eine Luftnummer. Ich bin ja durchaus der Meinung, dass wir gerade die unteren und die mittleren Einkommen entlasten müssen. Da ist die Belastung sehr hoch. Aber wenn man das als Fraktion fordert, dann muss man auch die Gegenfinanzierung organisieren. Das heißt, man muss an die Ausgaben rangehen. Weil sehen Sie, das, was an Steuereinnahmen kommt, ist ja immer auch schon ausgegeben. Das Finanzministerium sieht zwar gewisse Spielräume, will aber Parteipapiere nicht kommentieren. Die Steuerzahler sollten das zusätzliche Geld lieber nicht einplanen, sondern daran denken, jetzt beginnt erst einmal der Wahlkampf. Am 8. August 2014, heute vor 2 Jahren, griffen die USA mit Flugzeugen in den Kampf gegen die IS-Terrormiliz ein. Eines der Ziele, die irakische Stadt Ramadi, damals vollständig in Händen des sogenannten Islamischen Staates. In der Region gibt es nach wie vor Gefechte, aber aus Ramadi und anderen Gebieten wurden die IS-Kämpfer inzwischen vertrieben, auch wegen der US-geführten Luftschläge. Ramadi im Irak ist von der Terrormiliz IS befreit, aber ein Trümmerhaufen. Im Februar hatten irakische Streitkräfte die Stadt vom sogenannten Islamischen Staat zurückerobert. Einige Bewohner sind in ihre Häuser zurückgekehrt. Vor allem durch Luftangriffe der US-geführten Anti-IS-Koalition
wurden große Teile Ramadis zerstört. Natürlich sind wir trotzdem für die Bombardierung dankbar, sagt diese Frau. Wenn die Koalition den IS nicht angegriffen hätte, dann wären unsere Armee und unsere Polizei machtlos gewesen. Es war der Wille Gottes und die Stärke der Koalition mit ihren Flugzeugen. Vor genau 2 Jahren hatten erstmals US-Kampfjets die Terrormiliz im Norden des Irak und später auch im benachbarten Nordsyrien angegriffen. Der IS hatte zuvor Mossul erobert und bedrohte Zehntausende Jesiden, die vor ihm ins Sinjar-Gebirge geflohen waren. In Syrien haben seither kurdisch-arabische Milizen mit Unterstützung der Koalition vom IS große Gebiete an der syrisch-türkischen Grenze zurückerobert. Im Irak ist die Terrormiliz unter anderem aus der Jesidenstadt Sinjar im Norden und auch aus ihren Hochburgen Fallujah und Ramadi im Westen des Landes vertrieben. Ein Sieg gegen den IS scheint heute, 2 Jahre nach Beginn der Koalitionsangriffe, möglich. Doch wo immer die Terrormiliz vertrieben wurde, liegen Städte in Trümmern. Bei einem Anschlag in der pakistanischen Provinz Baluchistan sind mindestens 70 Menschen getötet worden. Bis zu 200 wurden verletzt, als bei einem Krankenhaus ein Sprengsatz explodierte. Zu dem Zeitpunkt hatten sich viele Anwälte vor der Klinik versammelt. Sie wollten um einen erschossenen Kollegen trauern. Polizei und Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Eine pakistanische Taliban-Splittergruppe, die der Terrormiliz IS nahesteht, reklamiert die Tat für sich. Der Konflikt in der Ukraine ist festgefahren. Ein Ende trotz der internationalen Vereinbarungen nicht in Sicht. Nun macht in Kiew eine ehemalige Kampfpilotin Druck auf die Politik. Nadezhda Savchenko, die lange in russischer Gefangenschaft war, fordert von Kiew, auf die Separatisten zuzugehen. Es müsse direkt mit den Aufständischen verhandelt werden. Auf einer Demonstration verlangte sie außerdem einen raschen Austausch der Gefangenen. Nadezhda Savchenko macht Druck. Zusammen mit Verwandten von gefangenen Soldaten fordert sie in Kiew ein höheres Tempo beim Gefangenenaustausch. Sowohl die Separatisten als auch die ukrainische Armee halten noch Hunderte von Kämpfern fest. Die Zahlen reichen von 110 bis 900. Mein Sohn war 18, als er von der ukrainischen Armee eingezogen wurde, sagt die Soldatenmutter. Er hat sich freiwillig an die Front gemeldet. Am 5. September 2014 habe ich zum letzten Mal von ihm gehört. Das war vor fast 2 Jahren. Savchenko selbst war fast 700 Tage in russischer Haft. In einem Prozess wurde sie wegen Beihilfe zum Mord zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach einem monatelangen Hungerstreik kam sie im Mai durch einen Gefangenenaustausch frei. Der ukrainische Präsident Poroschenko verlieh ihr kurz darauf den Heldenorden. Noch während ihrer Haft wurde Savchenko ins ukrainische Parlament gewählt und mischt seitdem die Politik auf. Vor 2 Jahren nach dem Maidan hatten wir großes Vertrauen in unsere Regierung. Aber dieses Vertrauen hat sie verspielt. So viele Versprechen wurden gebrochen, so viele Fragen der Menschen bleiben unbeantwortet. Mittlerweile kann sich Savchenko sogar vorstellen, Präsidentin zu werden. Auch zu einem Treffen mit den Separatistenführern ist sie bereit, wenn dadurch endlich die Gefangenen freikommen, so wie im Minsker Abkommen vereinbart. Mehr als 7 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Und die verbrauchen immer mehr Energie und Wasser, roden Wälder und verschmutzen die Umwelt. Heute ist nach Berechnungen der Umweltorganisation Global Footprint der Tag, an dem so viele Ressourcen verbraucht wurden, wie die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Der sogenannte Erdüberlastungstag tritt immer früher ein. Einen großen Anteil daran haben die Industrieländer. Wäre die Erde ein Ballon, würde sie heute platzen. Denn ab heute sind nach Berechnungen von Umweltschutzorganisationen alle nachhaltig nutzbaren Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Ökologisch gesehen leben wir ab sofort also auf Pump. Wir können natürlich der Erde diese Schulden, die wir im Prinzip machen, wenn wir jedes Jahr mehr verbrauchen, als sie regenerieren kann, nicht zurückzahlen. Das heißt, wir leben auf Pump, wir verbrauchen sozusagen die Atmosphäre, die Böden stärker, als sie sich regenerieren können. Das geht dann zulasten der künftigen Generationen. Vor allem Industrieländer wie Deutschland überlasten durch hohen CO2-Ausstoß in Verkehr, Energie und industrieller Landwirtschaft die Erde. Dazu kommt der extrem hohe Flächenverbrauch für die Fleischproduktion. Würden alle Länder wirtschaften wie Deutschland, man bräuchte 3,1 Erden, so die Umweltschützer.
Der Klimawandel betrifft vor allem Länder des globalen Südens, die eh schon schwächer sind, wirtschaftlich schwächer sind, von der Entwicklung her weniger weit entwickelt sind, wie beispielsweise Deutschland. Das heißt, was wir hier machen, was wir hier nicht machen, das geht alles auch auf Kosten der Länder des globalen Südens. Die Beschlüsse des Weltklimagipfels von Paris hätten zwar Hoffnung gegeben, doch deren Umsetzung sei bisher enttäuschend. Gefragt sei aber auch jeder Einzelne mit seinem Handeln im Kleinen, um den Druck von der Erde zu nehmen. Im Osten Mexikos sind durch einen Tropensturm mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Heftige Regenfälle hatten am Wochenende vor allem in den Bundesstaaten Puebla und Hidalgo Erdrutsche und Schlammlawinen ausgelöst. Flüsse traten über die Ufer, Häuser wurden zerstört oder mitgerissen. Hunderte Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Ein seltener Anblick in Tokio. Wo sonst hektisches Treiben herrscht, bleiben Menschen stehen und hören zu. Der ebenso seltene Anlass, eine TV-Ansprache des japanischen Kaisers Akihito. Inzwischen 82 Jahre alt, ließ er die Untertanen nun wissen, dass seine Kräfte nachließen. Auch wenn er nicht von einer Abdankung sprach, interpretieren viele genau diese Absicht aus seiner Rede. Der Kaiser spricht direkt zum Volk. Da halten selbst geschäftige Tokioter inne. Der Tenno denkt laut übers Aufhören nach. Einfach abdanken, das lassen die Gesetze des konservativen Hofamtes nicht zu. Ein langer Abschied. Vor einigen Jahren, nach zwei Operationen, da spürte ich, dass meine Fitness nachlässt, auch wegen meines Alters. Ich bin besorgt, dass es für mich schwierig wird, meine Aufgaben als Symbol des Staates mit voller Kraft zu erfüllen, so wie ich das bis jetzt getan habe. Gern würde der 82-Jährige wohl Platz machen für seinen ältesten Sohn Naruhito, mit dem Segen der Untertanen. Ich fühle mich geehrt durch seine Rede. Ich finde es gut, dass er seine Wünsche so kundtut. Er wird irgendwann sterben und deshalb sollte er jetzt noch eine entspannte Zeit haben. Der Kaiser ist qua Verfassung politisch machtlos. Akihitos Anliegen ist offenkundig. Nun ist die Regierung am Zug. Ich nehme die Äußerungen ernst und werde darauf reagieren. Angesichts der Pflichten des Kaisers, seines Alters und der Last des Amtes müssen wir schauen, was wir tun können. Mögliche Lösung: Der Sohn könnte als Regent die Amtsgeschäfte übernehmen, nicht aber den Kaisertitel. Den behielte Akihito bis zu seinem Tod. Und alle Seiten hätten ihr Gesicht gewahrt. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Süden vielfach bedeckt und zeitweise Regen, in der Mitte und im Norden wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Höchstwerte 15 bis 22 Grad.